Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Yes. Ja, erstmal geben wir Corvin ihr Level ab. Stufenerhöhung. Ein Fertigkeitspunkt. Könnten wir ja nochmal den Langbogen am besten geben. Weil mit zwei Waffen Kampfstil hat sie schon. So. Auch wenn wir ihr dann noch Bastardschwert hätten geben können. Nur ein bisschen Langschwert, okay. Gut. Wir haben in der letzten Aufnahmesession hier Leute trainiert und die Verräterquest gekriegt. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja, mit Tarit. Was macht ihr hier? Im Augenblick nicht. Danke. Im Augenblick möchte ich nicht schlafen. Okay, hier ist Simonetta Doppelscheide. Braucht ihr etwas, mein Kind? Was genau tut ihr hier, wenn ihr mir die Frage gestattet? Consulting on tactical movements and troop deployments. I've been retired for years, but my mind's still sharp. Ich helfe beratend dabei, taktische Bewegungen und Truppenstationierungen zu entwerfen. Ich bin zwar seit Jahren im Ruhestand, aber mein Geist ist noch immer scharf. Klar, was habt ihr vorher im Ruhestand gemacht? Ich war ein Hüter in der Tiefwasserbürgerwehr. Ich fing mit 18 an und diente über 30 Jahre. Drei Jahrzehnte, ihr habt den Ruhestand verdient, doch ihr seid hier mitten im Geschehen. Also hat der Kreuzzug euch aus dem Ruhestand geholt. Das muss verwirrend sein. Es macht mir nichts aus, bei der Strategieplanung mitzumachen. Es macht mir sogar Spaß. Ich werde allerdings nicht selbst kämpfen. Meine Tage in der Schlacht liegen jetzt weit hinter mir. You're the one everyone's talking about. The hero of Baldur's Gate. You've seen many battles. What do you think of war? Ihr seid die Person, über die alle reden. Der Held von Baldur's Tor. Ihr habt viele Schlachten erlebt. Was haltet ihr vom Krieg? Er ist schrecklich und sollte um jeden Preis vermieden werden. Manchmal ist Krieg nötig, um die Welt zu verändern. Er ist großartig, meine Feinde tot zu Füßen liegen zu sehen. Krieg, genau, wozu ist er gut? Zu absolut gar nichts. Nehmen wir mal die zwei, das klingt so nach uns. Eine interessante Betrachtungsweise. Habt ihr schon mal den Ausdruck, kenne deinen Feind, gehört? Einige glauben, dass man einen Vorteil daraus ziehen kann, alles über seinen Feind herauszufinden. Aber ich denke, es ist genauso wichtig, die Gedanken und Motivation derer zu verstehen, die an eurer Seite die Schlacht ziehen. Why don't you talk to some of the people in the camp? Find out why they're here, what they're fighting for. Then come tell me if you've learned anything. Warum redet ihr nicht mit einigen der Leute im Lager? Findet heraus, warum sie hier sind und wofür sie kämpfen. Dann kommt zu mir zurück und sagt, was ihr gelernt habt. Ich sollte mit den anderen im Lager sprechen, um zu erfahren, was sie in Kriegszeiten erlebt haben. Mhm. Ja. Kann ich das mit jedem machen? What a bunch of pathetic babies! I've never seen a worse lot in my entire career. Was für ein Haufen armseliger Kleinkinder. In meiner gesamten Karriere habe ich noch nie so einen lausigen Haufen gesehen. Warum habt ihr euch dem Feldzug gegen den Kreuzzug angeschlossen? Battle needs to be fought. I'm a soldier. What more is there to it? Der Kampf muss ausgefochten werden. Ich bin ein Soldat. Welchen Grund sollte es noch geben? Aufsehen Doppelschneide schlug vor, dass ich mehr über meine Verbündeten erfahre. Habt ihr diese Mission gewünscht oder wurde die hierher befohlen? Das versuche ich herauszufinden. Wolltet ihr hierher kommen? Ich habe mich freiwillig für die Mission gemeldet. Keine Ahnung, welchen Unterschied das macht. Dies ist nicht meine erste Mission. Es ist auch nicht meine zweite oder fünfte oder zehnte. Ich bin vielleicht nur ein Wachsamer, aber ich habe viele Schlachten erlebt. Warum wolltet ihr bei dieser dabei sein? Warum seid ihr bisher nicht befördert worden? Was habt ihr von der Schlacht erwartet? Blutig, ausgebildete Soldaten gegen Söldner und Fanatiker? Es wird kein leichter Kampf. Wir werden viele gute Leute verlieren. Dank eurer Bemühungen werden wir weniger verlieren. Ihr klingt erfahren. Wieso wurdet ihr nicht befördert? Solange Kehler mehr verliert, bin ich zufrieden. Nehmen wir mal die zwei. You know what commanders do? They move wooden soldiers around on maps. Vigilance? We talk to the troops. We secure provisions and monitor morale. We keep soldiers alive. Wisst ihr, was Kommandanten tun? Sie bewegen hölzerne Soldaten auf Karten. Wachsame, wir reden mit den Truppen. Wir sichern die Versorgung und überwachen die Moral. Wir halten Soldaten am Leben.
Eine edle Bestrebung, aber eine zum Scheitern verurteilte. Darf ich fragen, wie die Schlacht eurer Meinung nach laufen wird? Und dafür solltet ihr belobigt werden. Nehmen wir die zwei. Blutig. Okay, da sind wir wieder. Solange keiner mehr verliert, bin ich zufrieden. Selbst wenn jeder Kämpfer der Koalition überlebt, werden die Kreuzritter trotzdem sterben. Einige von ihnen, die meisten vielleicht, sind gute Leute. Bei den Hellen, einige von ihnen sind Freunde. Ihr habt einen Freund im feindlichen Lager. Sie haben sich entschieden, sich dem Kreuzzug anzuschließen. Daran können wir nichts ändern. Wenn sie Teil des Kreuzzugs sind, haben sie den Tod verdient. Fragen wir mal die Eins. Tristan war mein engster Freund, bis ich nach Tiefwasser zog. Wir sind in Kontakt geblieben. Seine Mutter schrieb mir, als er sich dem Kreuzzug anschloss, hat mich gebeten, ihn zu finden, ihn nach Hause zu schicken. Ich kann es aber nicht. Meine Leute kommen an erster Stelle, das müssen sie. Wenn ihr mich nur entschuldigen würdet, ich muss mich wieder diesen Übungen zuwenden, wegtreten. Ja, sobald ich mit ein paar Leuten über ihre schlechten Schlachterfahrungen gesprochen habe, kann ich zu ihren Doppelscheide zurückkehren. Did you need something, young one? Könnt ihr mir etwas über diesen Platz sagen? Where did you get this? Answer me. Wie, woher habt ihr das? Antwortet mir. Das kann ich euch nicht sagen. Ich muss nur wissen, ob ihr es jemandem gegeben habt oder es von euch genommen wurde. Warum? Was ist das? Diese Seite wurde unter den Habseligkeiten der Spionen gefunden. Wie erklärt ihr das? Ich stelle hier die Fragen, Verräter. Nehmen wir mal die drei. That is from a codebook used to translate military ciphers. You shouldn't be seeing it. Return it at once. Das ist aus einem Entschlüsselungsbuch, das zum Übersetzen militärischer Schiffe verwendet wird. Ihr solltet das nicht sehen. Gebt es umgehend zurück. Ich habe mehreren Offizieren im Lager geholfen. Ich habe sogar wachsamer Hallasans Truppen ausgebildet. Ihr könnt mir vertrauen. Es muss eine Möglichkeit geben, wie ich eure Meinung ändern kann. Nehmen wir mal die Eins. Very well. I will believe you. Do not make me regret it. I loaned that book to one of Netherlock's lieutenants, a man named Malden Call. Sehr wohl, lass es mich nicht bereuen. Ich habe das Buch einem von Netherlocks Stellvertreter gegeben, einem Mann namens Malden Call. Call sagt dir, ich glaube, ich werde mit ihm ein Wörtchen reden. Sei vorsichtig, wir befinden uns in gefährlichen Zeiten. Ja, der Verräter. Ich soll jetzt nächstes mit diesem Soldaten Call sprechen. Mhm. Worum geht, wie ihr wünscht. Ah, Jack ist unser Schmied. Bueno, es hat den Anschein, dass ihr es unbeschadet aus Brückenfort herausgeschafft habt. Es ist schön, euch wiederzusehen, Jack. Ja, den Anschein. Eure netten Worte nützen mir wenig, Schmied. Was ich brauche, sind eure Fähigkeiten. Bis jetzt war sie ziemlich nützlich für uns, also können wir ruhig zugeben, dass es schön ist, sie wiederzusehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch schön ist, euch wiederzusehen. Ich habe gehört, was aus der Eberfellbrücke geschehen ist. Na, danke. Ich schätze, wir brauchen jede helfende Hand, die wir kriegen können. Kayla und ihren Anhängern das Handwerk zu legen. Was kann ich für euch tun? Lasst mich sehen, was für Waffen und Rüstungen ihr habt. Hier ist mein Angebot, zumindest das, was ich bedenkenlos in eine Schlacht schicken könnte. Also ja. Kettenhemd. Aber sonst nichts Besonderes. Wir sind hier beim Tiefwasserlager. Eine geweihte Faust im Feuer getauft. Bei einem aufhaltenden Purpurfarben im Hintergrund steht die Truppen da, die die flammende Faust von Baldur's Tor bei der Belagerung von Drachenspeer einsetzt. Ach, dann ist hier das... Ach, das ist das Kommandozelt. Okay. Da will ich aber erstmal noch nicht hin. Ich will einmal im Kreis gehen und dann hier durch. Dann kommen wir wieder beim Kommandozelt raus. Okay. Infizierte Soldaten. Help me. Im Wasser, bitte. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Xera sagt nur, und Xera helft mir. Okay, hier sehen einige nicht gesund aus. Fragen wir mal am besten Dosia, was hier los ist. You are more than welcome in my sight. Es tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht reden. Ich habe viele Leute zu versorgen. Mein Name ist Brando. Kann ich euch irgendwie helfen?
Warum dann? Warum der Koalition beitreten, anstatt die Marthas Arbeit auf eine andere Weise zu erledigen? Mit den Helden von Basis zurück könnt ihr euch gewiss Zeit nehmen. Nehmt euch die Zeit, ja, der Tee wird euch nicht gefallen. Wie ist euer Name? Dann lasse ich euch mal machen. Fragen wir mal direkt, warum nicht andere Arten erledigen? Mein Auffanglage ist voll mit kranken Patienten. Ich kann keine Zeit mit Reden verschwenden, bis sie genesen sind. Es tut mir leid. Gibt es was ich tun kann, zum Helfen? Ja, wenn wir kranke Soldaten haben, ist das nicht gut. Die Krankheit ist im Lager weit verbreitet. Dutzende sind erkrankt. Wir tun, was wir können, um sie zu heilen, aber es reicht nicht. Wenn wir für diese Leute kein Heilmittel finden, ist das das Ende dieser Belagerung. Habt ihr Erfahrung im Heilen oder gefährt mit Wissen darüber? Untersucht unsere Patienten, vielleicht entdeckt ihr etwas, was ich nicht sehe. Ja. Ich sehe mir die Patienten an und kehre bald zu euch zurück. Mehr kann ich nicht verlangen. Kommt zurück, sobald ihr einen Blick auf die Kranken geworfen habt. Ungewöhnliche Erkältung. Ich muss drei der kranken Patienten untersuchen und versuchen, die Ursache ihrer Krankheit zu bestimmen. Ja, dann nehme ich die mit Namen am besten. So warm. Ich fühle mich, als sei ich in der Kalim-Wüste. Versucht euch zu entspannen. Vico, der hier wirft einen Blick auf euch. I am to nurse surface dwellers now? Fine. Jetzt soll ich schon Oberflächenbewohner versorgen. Schön, wenn es sein muss. The man is burning up. Ordinary methods will do little against a fever this strong. I know of a salve I can make that might reduce the heat. Der Mann glüht. Gewöhnliche Methoden werden gegen ein so starkes Fieber nichts ausrichten. Ich könnte eine Salbe herstellen, die vielleicht die Temperatur senken kann. Gute Arbeit. Diese Hitze, ich brenne. Ich brenne. Ja. Bleib stark, Soldat. Ich werde ein Heilmittel finden. Ich werde mir das weiter ansehen. Geht nicht weg, hört ihr? Was habe ich jetzt gerade geskippt aus Versehen? Do not compare your worship of Shar to the patronage of Urgothos. They are nothing alike. No, they seem most similar to me. Both offer power we could never attain alone in exchange for devotion. We are in no way alike, Drow. Urgothos is no remote deity. His orders sound with perfect clarity in my ear. I wonder, is there anyone you would be content being compared to? The peace of night ends, and the hectic brightness of the like day me. Takes over. None can understand the path I walk. My race and circumstances isolate me. You isolate yourself. There is a price to be paid for that, Erdegar Roth. So, sind Sie jetzt fertig mit der Unterhaltung? Dann können wir ja. Also, Vicodia fängt an, Dorn zu fragen. Ihr wisst also, wie es sich anfühlt, von einer höheren Macht Befehle entgegenzunehmen. Und dann, Dorn, vergleicht eure Verehrung von Shar nicht mit der Schirmherrschaft von Urgothos. Sie haben nichts miteinander gemein. Ach nein, sie scheinen sich durchaus zu ähneln. Beide bieten Macht, die wir niemals allein erreichen könnten, wenn wir unsere Hingabe zeigen. Wir sind uns kein bisschen ähnlich, Drow. Urgothos ist keine ferne Gottheit. Ich kann seine Befehle klar und deutlich hören. Vicodia, darauf gibt es denn irgendjemanden, mit dem ihr euch gerne vergleichen lassen würdet? Dorn, es gibt niemanden wie mich. Niemand kann den Pfad verstehen, den ich beschreite. Und Vicodia am Schluss. Meine Rasse und Umstände isolieren mich. Ihr isoliert euch selber. Dafür müsst ihr einen Preis zahlen, Erdegaroffe. Okay. Ah, bitte helft mir. Wenn ihr lange genug stillhaltet, sodass Vicodia euch untersuchen kann, können wir das vielleicht tun. Her symptoms are much more advanced. But why? Ah, her position in the center of camp. Proximity to others with the illness must make it worse. Ihre Symptome sind viel fortgeschritten, aber warum? Ah, ihre Position im Zentrum des Lagers, die Nähe zu anderen Infizierten, muss es verschlimmern. Alles dreht sich. Haltet still, versucht eure Energie zu sparen. Mit Glück habe ich bald ein Heilmittel. Ich brauche für gewöhnlich ein paar Flaschen Wein, um diesen Zustand zu erreichen. Haltet aus, versucht es zu genießen. Ich bin bald wieder da. Interessiert niemanden, liegt still und seid ruhig. Nehmen wir die zwei. So, und jetzt noch Yestimel.
So viele Schmerzen, alles Schmerz. Ah. Versucht stillzuhalten, damit Vikonia sich euch ansehen kann. Wie lautet eure Meinung, Corvin? Reicht nicht wie immer, der Schmerz macht ihn verrückt. Das habe ich schon einmal bei Ratten beobachtet. Sie werden aggressiv, schon das Kleinste. Passt auf.